Okay. Sehr zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der Random Squads. Wir sind wieder am Start und dabei ist natürlich der Tobi. Hallöchen. So, wir wollen heute wieder eine richtig schöne Episode raushauen. Allerdings haben wir auch noch eine andere Idee und die sollt ihr uns bitte in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Und zwar wollten wir das ja schon mal machen und zwar solche quasi Challenges. Kleinstes Team gegen größtes Team, schwerstes Team gegen leichtestes Team, schönstes Team gegen hässlichstes Team und sowas. Ist natürlich auch subjektiv, aber ist ja egal. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr sowas sehen wollt und am besten liked ihr auch gleich mal einen Kommentar hoch, damit wir in der nächsten Woche direkt mal so eine Challenge starten können, wenn ihr sehen wollt. Also wenn euch irgendwann ein Kommentar gefällt, beispielsweise schreibt ihr dann rein hässlichstes gegen schönstes Team und wer was spielen soll auch, dann ja, votet den hoch, wenn ihr das sehen wollt und dann können wir das machen und wenn euch das Video hier gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, daran sehen wir auch, dass euch die Idee an sich tendenziell gefällt. Ja, ich glaube, das war schon alles, was wir so informationsmäßig raushauen müssen. Wenn der Coinspotter bei Random vorbei, Link ist in der Videobeschreibung und welche Formation nimmt Tobi heute? Erzähl es uns mal. Ich nehme die 451. Formation. Du musst auch mal ein bisschen mehr reden hier, also allgemein wird mir gesagt. Los, rede. Ja, was soll ich denn reden? Das hast du gerade schön alles erklärt, ich bin sehr stolz auf dich. Welche Formation nimmst du denn lieber, Maxi? Danke, wenigstens einmal hat er was gesagt. Ich glaube, ich nehme... das ist schwer. Ich nehme heute mal 4-4-1-1. Wollte ich auch erst nehmen, aber... Tja, habe ich jetzt aber. So, für alle, die die Regeln nicht kennen, ist es ganz einfach. Wir suchen einfach, mit Mindestpreis 150, was eigentlich komplett sinnlos ist, aber ist ja egal. Ein Spieler gehen auf die zweite Seite und einen der ersten drei Spieler müssen wir uns aussuchen. Das machen wir 11 Mal, halt für jeden Spieler im Team. Und dann spielen wir danach mit diesen beiden Teams gegeneinander. Natürlich ist das Ziel, möglichst viel Chemie oder möglichst gutes Team zu bekommen, aber das kann auch ordentlich schief gehen. Du fängst an. Hast du jetzt Position? Mindestpreis gesagt oder meinst du mindestens sofort? Mindestpreis, nee, Mindestpreis. Es ist eigentlich vollkommen egal, wie wir es machen. Okay. Also wir können auch eigentlich keine Kriterien einstellen, aber wir haben es halt einfach gemacht. So, okay. Welche Position willst du als erstes? Ach, ich darf anfangen. Ich nehme meinen ersten Innenverteidiger. Deinen ersten Innenverteidiger. Alles klar. Okay, und go. Viel zu schnell. Ja, ohne Scheiß, ne? Oha. Aber Pepe ist immer schön und gut. Meinst du, Pepe ist gut? Ja, Pepe ist gut. Übrigens, lass dich nicht irritieren, ich muss hier gerade ein bisschen was tatsächlich sogar Geschäftliches klären. Deswegen muss ich hier gerade mal kurz ein bisschen auf mein Handy lunsen. Ich lass mich So. Okay, alles klar. Ich nehme als erstes mein Zentralmittelfeldspieler Nummer 1. Wunderbar. Okay, bist du bereit? Ja. 3, 2, 1 und go. Wir gehen auf Seite 2. Oh. Ich habe ja viel Auswahl. Aaron Ramsey wird es dann wohl. Nein. Verrückter Typ. Verrückter Typ. Warte. So. So, ich hätte auch gern Ramsey, aber ich nehme jetzt meinen ersten Zettel an. Mhm. Warte. So schnell bin ich dann auch wieder nicht. Los. So. Wunderbar. Zweite Seite. Oha. Jansen ist gut. Ist das dieser Theo Jansen? Nee, Willem Jansen. Nein, Theo Jansen spielt bei Vitesse, glaube ich. Jo, ich nehme mal den guten Angel. Angel, die ernsthaft? War nicht Pogba? Ich weiß es nicht. Sag du es mir, du darfst entscheiden. Außer die Maria oder Pogba? Pogba. Bin ich kooperativ? So, jetzt haben wir es mal geklärt hier. Ja gut, welche Position nehme ich dann? Ich nehme als erstes meinen Linksverteidiger. Das habe ich gewusst. Ja? Ja. 3, 2, 1, go. So, oh nein. Oha. Oha. Es lädt nicht. Ah, ah! Oh, Francis. Ich glaube, ich nehme sogar Francis. Ich finde Durm scheiße. Und Francis ist. Er heißt Francis und er kommt aus Costa Rica. Aber Durm ist Weltmeister. Was? War der dabei? Ich glaube, der war im Kader. Ich nehme Francis. Oder von er gibt natürlich überhaupt keinen Sinn, ne? Aber ich finde Francis einfach besser. Ist okay. Der wird Tobi zerreißen. Ne, ich meine jetzt auch an euch hier Zuschauer. Der wird Tobi zerreißen, ich weiß es einfach. Ja, ich weiß, der ist Beast. Mhm. Aus Costa Rica. Oh nee. Du bist nee. Ich nehme meinen rechten Mittelfeldspieler, um zu sehen. Ich hab's gewusst. Um zu sehen, wer Francis da ficken darf. Okay. 3, 2, 1 und go. Oh, das sieht gut aus. Oh. Meinst du Francis gegen Walcott? Wird er gewinnen? Francis? Ich hatte zwar Walcott schon in der letzten Folge, aber. Kann jetzt auch voll der Langweiler, ey. Voll keine Abwechslung. Ja, ist so. Hatet mich alle. Nimm Atsu. Atsu ist cooler. Nein, ich hätte schon Walcott genommen.
Atzo ist Cola. Nein, der hat 2 Sterne Weakfoot und 3 Sterne Skills. Okay. Toll. Und Walker hat einen Stern Weakfoot mehr. Besser, ja. Dafür schlechteres Dribble. Der muss einfach nur laufen, um Francis. Ich habe jetzt Walcott genommen. Kannst du mir nicht mehr von abnehmen. Also okay, ich nehme Torwart. Das habe ich sogar mal nicht gewusst. Und go. Oh, Kivrak. Na gut. Kivrak kann ich sogar noch mit leben einigermaßen. Ich hätte natürlich auch Max Bell nehmen können, ne? So ist ja nicht. So, ich nehme meinen Rechtsverteidiger. Rechtsverteidiger, okay. 3, 2, 1 und go. Komm schon. Und wir haben Debuchy, Abeshazis und Daniel Jörgensen. Ja, ich nehme Debuchy. Ich hätte ja Abeshazis genommen, allein weil er bei Pescara spielt, genau, bei Pescara spielt und ein Argentinier ist und 1990 geboren ist und Luciano heißt. Aber jetzt haben Debuchy und Walcott schon mal volle Chemie. Das, ach du Scheiße, nein! Oh nein, egal, ich nehme zentralen Mittelfeldspieler. Okay. 3, 2, 1 und go! Ach komm schon, ich bin noch bei. Nee. Oh. Au, Isco Upgrade. Oh. Ich meine, Isco Upgrade war ja schon gut, jetzt hat er sogar noch Forster Skills. Ich glaube, ich nehme Chaka. Hört sich blöd an, aber ich will einen 6er, ich will einen 8er haben und keinen 10er. Und Isco hat mir ehrlich gesagt bisher noch nicht gefallen dieses Jahr, aber der sieht so stark aus. Ich nehme Chaka. Gute Entscheidung. Wer sich noch eventuell an die Folge, ich zerfick dich auch mit einem schlechten Team, das will ich damit beweisen. Wer sich eventuell noch an die Folge von Zielers Top 11 mit Gladbach erinnert, ey, Chaka war so gut, ne, ganz ehrlich. Der war richtig krass. Du bist dran. Ich nehme meinen Linksverteidiger. Ich hab linken Mittelfeldspieler gesagt, okay. Okay, 3, 2, 1 und go. Ah, das sieht gleich gut aus. Oh, das ist doch mies. Elba. Bullhuis. Er hat immerhin 1,90 Körpergröße und ein Medium-High-Arbeitsrate, ne? So ist er nicht. Und 82 Physics. Kannst du dir auch Levin Kurzawa nehmen? Nee, ich nehme Alba. Weil auf links hole ich mir jetzt gleich Nehme und dann ist gut. Wen holst du dir? Nehme. Du Wichser, du. Und Scheiß, wenn Nehme gleich. Ach, Scheiße, na, linkes Mittelfeld spielt denn keiner. Fuck. Das heißt, ich finde den nicht jetzt im Mittelfeld spielen. Na, ich weiß nicht. Na, doch, ja, doch. Tendenziell eher nicht. Außer du suchst halt ganz spezifisch und das darfst du ja nicht. Richtig. Sekunde. So. Ich nehme mein Innenverteidiger Nummer 1. Ich wusste es. Hammer. 3, 2, 1, go. So. Oh. Ah, Seil. Ich nehme Ryan Shawcross. Ja, gleich mal für die Karriere preparen, ne? Hey, du scheiß Spoiler, du. Obwohl, ist ja kein Spoiler mehr. Nee. Noch ist es nicht sicher. Noch ist es, noch könnte abstimmen, aber nur bis morgen, von daher ist es vollkommen egal. Obwohl, nee, nur bis heute. Ist vollkommen egal. So. Okay, ich nehme meinen Stürmer. Okay. 3, 2, 1 und los. Bitte, Eto. Oha, Sturridge und Tevez. Oh. Ey, du kriegst auch so gute Spieler, ne? Sturridge kriegt auch noch Chemie und Tevez auch. Ja, Tevez, ja, Pogba da stehen, ne? Als ZM, den hast du dir ausgesucht. Ach ja, oh nein, Mann. Nämlich Tevez, hab ich auch schon mal auf voller Chemie. Oh, Scheiße. Ich hätte Leonardo Quirke genommen. So siehst du aus. Ja, ich nehme meinen linken Mittelfeldspieler. Gut. 3, 2, 1, go. Das könnte heute mal richtig Spaß machen. Du hast Francis als Linksverteidiger, du musst auf Chemie achten. David Silva. Ja, wird schon. Okay. Ich nehme jetzt meinen ZM. Habe ich den schon? Nee, oder? Dein ZM hast du doch noch nicht, ne? Ne, okay, dann ZM. 3, 2, 1. Ah, warte doch mal, ey, Alter. Ja. Sag mal, ich hab ja auch noch ein Leben nebenbei. Ich hab doch gesagt, ich bin die ganze Zeit ein bisschen abgelenkt. Okay, los. 3, 2, 1 und go. Ich hoffe, meine Suche ist jetzt anders als deine. Oh. Gündogan. Oder Luigi. Was ist das für ein Name? Luix. Alter Schwede, was für ein Name. Nein. Nein, nehme ich nicht. Ich kann ihn nicht aussprechen. Wenn ich ihn aussprechen könnte, würde ich den genommen, aber so bleibe ich bei Gündogan.
Na gut, ich nehme meinen Rechtsverteidiger. Okay. 3, 2, 1 und go. Wie nehme ich wohl Fischek? Gute Entscheidung. Du bist. Es fehlt mir den Stürmer, habe ich Tevez. Zettel mache ich Pogba. Links habe ich. Noch keinen. Linkes Mittelfeld. Okay. 3, 2, 1 und los. Habe ich schon meinen zweiten zentralen Mittelfeldspieler? Nee, ne? Doch. Nimm Schürrle, by the way. Ach, Schaka, genau. Okay. Ich hätte auch Gaia Soli nehmen können. 81 Dribbling auf dem Bronze-Spieler. Ah, und dazu noch 82 Tempo, also gar nicht mal so viel. Der ist eigentlich richtig gut. Hab den schon mal gespielt. Ich könnte auch Nasri nehmen, würde dann noch mal zu Pogba legen, aber jetzt zu spät. Apropos. Ich glaube, ich nehme jetzt meinen nächsten Innenverteidiger. Okay. 3, 2, 1, los. Golo! Golo, Golo! Golo, Golo! Golo, Golo, Tore! Endlich! Oh, Gott sei Dank, ist das geil. Nehme ich. Grüße an Ron an dieser Stelle. So, du bist. Ich brauch noch meinen Torwart. 3, 2, 1, los. Und da kriege ich. Herrera, Lingard oder. Patricio. Patricio linkt mit Pepe. Ist doch echt. Aber Herrera auch. Ja, aber ich glaube, Patricio ist slightly besser. Ja, ruhig. Mal von mir aus. Naja, und Non-Rekeeper sind dieses Jahr stark. Juckt mich nicht! Juckt denn nicht! Okay, da brauche ich jetzt noch meinen rechten Mittelfeldspieler. Okay. In 3, 2, 1 und go! Seite 2. Ah, oh, Mensch, guck mal einer an, du. Habe ich nicht einen rechten Mittelfeldspieler schon? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Dann nehme ich Atsu. Jetzt werde ich mir zeigen. That Chemistry. Hast du noch Rechtsverteidiger? Hast du noch schon Rechtsverteidiger? Ja, hast du schon. Ist ein Check, aber ich habe zentral Ramsey, von daher. Oh, gut gemacht. So, ah, wobei ich habe auf einer. Ah, war blöd. Darf ich noch umwählen? Von mir aus, weil ich heute nett bin, weißt du, wieso du bist. Ich nehm Quadrado, ich habe auf der anderen Seite blöderweise Xhaka stehen. Das war also eine komplett doofe Idee, weil ich habe ja schon Silber auf links. Egal, du bist dran. Dann nehme ich jetzt meinen Innenverteidiger. Wusste ich. 3, 2, 1, go. Oh, viele Informs und Bord. Ja, es ist starke Auswahl. Wen hast denn du bei dir stehen? Ich bin gerade nicht sehr sicher, ob wir die gleichen haben. Ich habe auch einen Boateng. Also ich habe Kashani, Boateng und Williams. Mhm. Hast du die gleichen? Überhaupt? Ja. Dann nehme ich Kashani. Ich hasse dich. Egal, gut. Wir gehen zum nächsten Spieler für mich. Und zwar ist das der Mittelstürmer. Warte, ich setze einen Euro, dass es Mendes Inform. Also Mendes irgendein Inform sein wird. Okay. 3, 2, 1, los. Oh. Hat er gewusst, ey. Hat er geschnüffelt, du. Oh, ich hätte so gerne Sturridge gehabt, ne? Oder Suarez oder so, aber nein, ich krieg Menes. Nächste Seite auch nur voller Menes. Nächste Seite dann mal Giroud, Man of the Match. Oh, den hätte ich gern gehabt. Wenn jetzt wir das eine mal beim Random Squad so ein Teaser vor dem Video machen würdest, ne? Und dann kommt dein Intro, dann könntest du das nehmen. Ich könnte, ja, stimmt. Dann könntest du Menes nehmen. Du bist dran. Ja, mir fehlt noch ein ZOM und dann bin ich fertig. Jo. Dann nehme ich mein ZOM. Jo. Und sage los. So, Seite 2. Und dann sehe ich, dass ich Rakitic, Popov und Coutinho. Coutinho nehme und dann ist gut. Na, von mir aus. Da fehlt mir noch mein Stürmer. Hilfst du dir auch immer für den Schluss auf, ne? Ja, immer. 3, 2, 1 und los. Oh, bitte, 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 bitte. Ja, Man of the Match Stat, ne? Echt, gönnst du dir den? Ach Quatsch, ich nehme mal Juka. Das wäre voll witzig. Ich meine, der hat Hawks sogar. Mit 55 Sembo kann man halt eigentlich nichts falsch machen. Obwohl, ich glaube, dann nehme ich doch Man of the Match Atsu. Mancha Quadrado. Dann bleibe ich mit meiner Erstwahl. Okay.
Alles klar. Gut, dann bauen wir eben die Teams und bis gleich. So, Freunde, wir sind wieder zurück und ja, das Team ist vervollständigt. Wir haben insgesamt 3 Informs und Man of the Match. Das Team kommt immerhin auf 48 Chemie, wie ich gerade sehe. Das ist, oh, wir kommen sogar auf 51 Chemie, wenn ich Azu ins zentrale Mittelfeld stelle. Na, wenn das kein Wunder ist. Das ist echt ein Wunder. Egal. Ja, ansonsten brauchen wir hier nichts mehr ändern. Ich würde sagen, wir laden Tobi einfach mal ein und dann sieht er gleich sein Team. So, da sind wir auch schon. Diesmal nicht vergessen rauszuschneiden. Und Tobi, stell mal dein Team vor. Brauchst du einen nicht vorstellen, wir kennen dein Team. Okay. So, ja, das wird auf jeden Fall eine schwere Angelegenheit für mich. Warum hast du nicht Coutinho? Naja, egal. Das ist so richtig, der kriegt dann, weil Coutinho kriegt eh nicht. Ja, stimmt, Schürrle, ja, stimmt. Ja, gut. Ab geht's. Jetzt Coutinho. Nein! Kein Thema. Abseits. Kein Thema. Habe ich schon vorher gesehen. Kolo Touré, ein schönes Abseits gestellt, wie ich das gehört. Oh, Kolo! Golo, 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 Golo. Oh, Francis. Ups. Golo, Golo, Golo. Na, oh, was macht er denn? Okay, da siehst du, dass Azu einfach 2 Sterne Weak, wo das ein richtiger Lappen ist. Rambo. Oh. Ich hätte eigentlich Powershot schießen müssen, aber gut. Oh Gott, Alter, was ist das für eine Grau- oder was Ecke? Das ist wenigstens Ecke. War trotzdem ganz schick. Was ist das? Was ist das für eine Gurke, Alter? Scheiße. Wow, Kivrak, Alter, was war das für eine Scheißaktion? Alter, okay, wir gucken sie noch an, wie er da lang krabbelt. Okay. Los, Azu! Oh Gott sei Dank, wenigstens den macht er rein. Ich hätte jetzt erwartet, dass er den Ball irgendwie nach vorne passt. In freien Raum, wo aber keiner steht. Oh oh. Also meine einzige Rettung ist, glaube ich. Oh oh. Oh Gott. Oh, jetzt kann ich jetzt wieder nicht rein. Oh, ich schnell das jetzt einfach rein. Schön aus dem Weg gegangen, Mayuka. Jetzt der Ball auf die andere Seite. Oh Gott, abgefälscht. Kann man nochmal machen. Dafür brauchen wir Torlinientechnik, ja. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ja, das wird eh wieder nichts. Oh, Mann. Ich weiß, das sind keine Linksfüße. Also Silva schon. Aber Mayuka ist kein Linksfuß, ne? Aber trotzdem. Auch wenn das überhaupt nicht zu seinem Charakter passt, weil Bentner ja eigentlich so ein relativ stiller Charakter ist. Nein, 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 das ist so unverdient, ne? Ich fasse es nicht. Leider. Das ist so unverdient. Leute, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen, ne? Oh. Und den Elfmeter zu fordern, nein. Und dann läuft er aus dem Weg. Oh Mann, Alter, du hast so Glück. Und er paced sich wieder durch. Oh, das ist so unverdient, ich fasse es nicht, ne? Leute, und sowas nennt sich guter FIFA-Spieler, in Anführungsstrichen. Ihr seht es, Tobi kann es einfach überhaupt nicht. Tobi kann nur über Pace kommen, anders kann er es nicht. Es ist einfach so. Deswegen sind seine Player-Reviews auch immer nur schnelle Spieler, beziehungsweise alle nicht schnellen Spieler sind immer scheiße. Das ist eine Lüge. Das ist keine Lüge. Totti war gut bei mir. Totti ist ja auch Totti, aber ansonsten ist es so. Nur über Pace kommst du, weißt du? Ich spiele die ganze Zeit schöne Angriffe, wahrscheinlich stehst du auch sehr defensiv. Nee, ich stehe auch sehr offensiv. Kann überhaupt nicht sein, so defensiv, wie du hinten drin stehst. So, Freunde, Spiel ist vorbei. Am Ende ein leider Gottes unverdienter Sieg für Tobi, so gesehen. Stimme ich zu. Das ist einfach so scheiße, ganz ehrlich. Weißt du, diese minderwertige Graue von Torwart, ich werde jetzt bestimmt wieder Hater haben, die sagen, du kannst doch nicht sein, der ist scheiße, der spielt bei, was weiß ich, was er spielt. Trabzon. Der ist voll gut, du darfst niemals sagen, dass so ein Torwart schlecht ist. Du hast voll was gegen Türken und so. Nein, ich habe nichts gegen Türken, aber er ist einfach scheiße in diesem Spiel. Meine Güte, nochmal 6,5, wie viele Paraden hat er? 5 Paraden, dann lach mich tot. Nein. Also die Spiele, wenn wir uns die Tore mal angucken, ne? Hier Walkett. Mein gut, Wald, ne? Face und da kamen sie nicht mehr hinterher. Aber hier, da kann man auch die kurze Ecke mal ein bisschen zumachen, weißt du? Nein, er nicht. Er kann das nicht. Bei Gündogans Tor fast ganz genauso eigentlich. Das war zwar ganz gut gespielt, aber trotzdem, da kann man auch die kurze Ecke mal zumachen, wenn der Ball da quasi ist. Das erste Tor, das können wir gar nicht daran erinnern. Naja, das war das. Da ist er auch, genau hier. Da sehen wir es jetzt. Pass auf hier. Wunderbar. Anstatt sich mal dahin zu werfen. Nein, er wirft sie. Ach Gott.
Egal, das war's von dieser Episode und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag und überlasse Tobi das Schlusswort. Ich habe die Verbindung zu den EA-Servern verloren und sage deswegen jetzt, haut rein. Das gönne ich dir richtig. Dankeschön. Arschgeige.